Versteckte Schlucht? Die hast du ja nicht in deinem Outfit. Das scheint dir ja richtig Spaß zu machen. Dir doch auch. Stimmt. Du hast recht. Jetzt weiß ich, warum es versteckte Schlucht heißt, weil du dich jetzt endlich mal umgezogen hast. Ja! So sind wir also. So sind wir also. Also. Bevor ich irgendwas mache, Zwergenwächter, anstatt den Teleportationsring. Wer teleportiert sich denn bitte? Das ist doch absoluter Schwachsinn. So. Du fandest das Ding gut. Ach, sei ruhig. Ich rede nicht mit dir. So. Das ist gut. Die Zwerge sind eigentlich hauptsächlich Fernkämpfer, die Bomben werfen. Man kann sie aber auch als Nahkämpfer verwenden. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich die wirklich hier setzen will. Weil Bogenschützen sind halt reine Fernkämpfer. Bei denen ist es wichtig. Aber ich glaube, euch verkaufe ich nochmal. Hinfort mit euch, ihr schnöden, kleinen, behaarten. Aber ich mache hier welche hin, weil hier kommen die Gegner auch oftmals hoch. Und ja, dann haben wir mal zwei Zwerge platziert. Du hast Zwergos. Hast du die Bazooka dabei? Nein. Willst du die Bazooka mitnehmen? Es ist zu spät, ich habe schon was platziert. Na gut, dann nimm ich die Bazooka. Yay. Das passt doch viel besser zu dir. Zu seiner zarten Frau passt doch so eine richtig schöne Panzerabwehrwaffe. Ja, natürlich. Das ist absolut. Ne? Eine Frau ohne Bazooka ist keine Frau von heute. Oh. Zumal du auch gar keine Teleportationsdinger brauchst. Du kannst hier einfach durch die Teleportationsdinger gehen, die da sind. Ne? Siehst du, das wusste ich natürlich. Deswegen habe ich das Ding gleich rausgeschmissen. Ah, ich wusste es, dass du das zum Teufel bin ich hier? Achso, ich war da hinten, oder? Tatsache. Ach, ja. Da kommt man gleich hinten beim Spalt raus, wenn man es mal wieder eilig hat. Genau. Wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert. Wenn wir es merken, warum nicht? Hey, der hat eine brennende Bombe in seiner Hand. Ist das gesund? Keine Ahnung. Das ist halt eine sehr, sehr lang brennende Lunte. Guck mal. Ja, er rennt vor dir weg. Er hat Angst vor dir. Hallo, kleiner Zwerg. Hallo. Ja. Ich kann deine kühnsten Träume wahr werden lassen. Er macht es schon richtig. Nein, bitte nicht. Ich habe eine Bombe in der Hand und ich zünde sie in meinem Kopf. Wenn du mich noch einmal anfasst, dann sprenge ich mich in die Luft. Okay, wir fangen an. B? Nee, G. Konzern! G wie gereiht. Ja, gereiht. Gereiht! Ach, wirklich? Ja, verdammt! Boom, 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 boom. Das Problem ist halt, dass man bei der Donnerbüchse einfach... Das, was man bei der Donnerbüchse verbessert, ist halt nicht der Schaden vom Primärangriff, sondern diese Granaten. Und ich würde das Mana dann doch lieber für den Sekundärangriff der Armbrust benutzen, für das Betäuben. Bei großen Gegnern ist das halt wichtig. Das macht Sinn, ja. Ja. Ach man, dieser leuchtet durchaus meinen zerebralen Bereich. Der ist dafür schon komplex genug, dass er sowas machen kann. Jetzt kann ich mir mal meinen noch nicht vorhandenen Schnurrbart entlang streicheln und an meinem feinen Whisky-Scotch, an meinem Scotch nippen. Schnurrbart, ne? Überheblich lachen. Da hat er gerade mal drei Haare auf der Brust und denkt, er ist ein Mann. Woher weißt du denn, dass ich drei Haare auf der Brust habe? Er hat mir erzählt. War das gerade so ein bisschen buggy? Und ich meine, damit ist nicht buggy fahren. Oh. Guck mal, das sind die Bomben, die Zwerge werfen. Und es macht Bumm. Und es macht, hat irgendwie nichts. Bester Job aller Zeiten. Wie schon gesagt, die Zwerge sind so ein Ding für sich. Ich habe am Ende. Also am Ende ist immer noch die klassische Kombination Bogenschützen, Paladin, Wächter mit das Effektivste, was man an Wächtern machen kann. Gallenfledermäuse. Gallenfledermäuse. Es war schon schlimm genug, als die nur Feuer und Eis gespuckt haben. Der ballert hier wild um sich rum. Aber, was ich sagen wollte, Zwerge sind halt multitaskingfähig. Sind ja dann auch im Nahkampf nicht so schlecht. Ja,
Aber die Sache ist halt die, es ist schon nicht schlecht, einfach zu sagen, ich habe reine Fernkämpfer und ich habe reine Nahkämpfer. Die Nahkämpfer halten die Linie und die Fernkämpfer schießen von hinten drauf. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe etwas, was irgendwie beides kann... Ja. Beides im Übrigen. Eine gute. Das ist genauso, als würdest du mit deinem Bier ins Bett gehen. Das ist zwar eine schöne Kombination aus deinen zwei Hobbys, aber irgendwie ist es nicht das Richtige, wie wenn du das mit den getrennten Spezialisten machst. Also, das würde ich jetzt mal so nicht sagen. Das sind Flieger unterwegs. Also meine Erfahrungen sagen mir, dass es durchaus nett sein kann. Ah ja. Ah, ist nicht nachgesprochen. Ach so. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich dachte, da oben sind Flieger unterwegs. Nee, das sind bloß normale Gegner, die hier entlang kommen. Ja, weil die so komisch nach oben geguckt haben, die Zwerge, als wäre da irgendwas Tolles. Ich darf mich aber auch mal irren, oder? Du teile sie. Natürlich darfst du dich mal irren, Karol. Ich meine, schon allein, weil es so selten vorkommt. Ja. Genau. Ich bin nämlich ansonsten ja immer der absolute Pro und kenne mich mit allem aus. Oh mein Gott. So. Ich werde irgendwann in der... Ich ändere meinen Kampfstil auf CS-Kiddy. Yay! Yeah. Okay. Obwohl, bei CS bringt Springen, glaube ich, gar nichts. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt viele Spiele, die haben die Mentalität, hüpfen, so viel wie möglich hüpfen. Das macht männlich. Ja, Moment mal. Nur noch 30 Mal hüpfen bis zum Stimmbruch. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe genug. Es gab ja diese alten Spiele, wo du mit dem Strafe-Jump einfach am Felsen unterwegs warst. Stimmt. Das ist ja hauptsächlich von den alten Spielen auf Quake und Unreal Tournament. Genau. Ist das ja mit dem Springen. Oder eben WoW, die Jäger. Das geht nicht wieder, klasse. Also, außer Paladine. Paladine waren eigentlich immer die edelste Rasse da drin. Nichts Besseres, ja. Nichts, was mehr Schaden machen würde. Ja, absolut. Also, mein Paladin war der mächtigste da drin. Was den Schaden verursachen. Du hast die Gegner einfach nur so lange genervt, bis sie sich selbst umgebracht haben. Ja. Nein. Du bist auf unserer Seite, hä? Ich glaube dir nicht. Warum glaubst du ihm nicht? Ich weiß nicht. Da kam mir irgendwie so surreal vor. Können diese Augen lügen? So dieses Steingolem. Oh, ist ja gut. Ich glaub dir. Kriege ich das effizient hin? Ich denke nicht, aber egal. So und so. Ah, du hast diese Dinge, die ich ja auch machen könnte. Noch nicht eingesetzt. Ich, ja. Besser gesagt, die ich hätte, aber noch nicht eingesetzt habe, die von der Decke aus schießen. Keiner kommt vorbei. Oh, das war jetzt eine normale... Normale? Normale Zeitbegrenzung, was weg war. Ich habe nämlich wieder vergessen, auf bereit zu drücken. Da gibt's keine Zeitbegrenzung drin. Da habe ich wohl doch auf bereit gedrückt. Ich habe es vergessen. Alles klar. Alzheimer lässt grüßen, Bulli, ne? Was? Wer bist du eigentlich? Raus aus meinem Teamspeak. Ist ja dein Teamspeak. Schlechte Karten, ne? Heute Nacht schläfst du auf der Couch. Okay. Moment mal, ich hab ja nur eine Couch zum Schlafen. Er ist auch mittlerweile fast so alt wie du. Ich weiß. Willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass ich fett bin? Ja, genau. Das war jetzt fies. Es tat weh. Schatz, du bist alt. Willst du damit sagen, dass ich fett bin? Ja. Gut, bei Frauenlogik, so wie die oftmals Sachen auffassen, könnte das eigentlich so hinhauen. Bestimmt. So. Wird's solche geben? Auf alle Fälle, doch, ja. Du arbeitest nochmal für mich.
So, meine Freunde. Was? Der Bogenschütze labert mich hier gerade an der Seite voll. Wir bleiben standhaft. Doch, er weiß nicht, von was er redet. Arbeit für mich. Völlig gespannt steht er oben und wartet auf den finalen Schuss. Ganz genau. Und dann schläft ihm sein Arm ein. Und er schießt sich ins Bein. Ins eigene. Ins Knie am besten. Das ist meine Show. Und sie wird euch ins eigene Knie halt. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wo ich nicht glaube, dass es allzu möglich ist, sich mit einem Bogen ins eigene Knie zu schießen. Es sei denn, es ist so ein ganz winzig kleines Dingchen. Auf die Größe kommt's doch nicht an. Hast du seine Lüge? Mann, das ist eine Menge Tod. Je größer der Bogen, desto größer der Schaden. Ach, wieder. Einladen. Das ist vielleicht auch einfach jetzt so die jugendfreundliche Version von Fick dich doch ins Knie geworden. So, schieß dich doch ins Knie. Wow. Nimm den Bogen mit. Was? Kommt da jemand? Nee, die haben hier nur uns Zwerge getötet, die Pioniere. Diese Schweine, ich habe ihn doch geliebt. Ach ja, wie war sein Name? Haben Zwerge einen Namen? Ja, haben sie. Dolph, Lugrin, Gulli-Dulli. Gulli-Dulli-Bulli. Debbie Dave. Keine Ahnung. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon. Ja, siehst du, noch ein Zwerg tot. Wegen dir. Hey, da vorne liegt ein Schädel. Er hat gesagt K.O. geschlagen. Ich hab's gerade genau gehört. Er ist nicht tot. Sein Körper ist noch warm. Oh mein Gott. Solange sie da liegt, könnten wir sie ausziehen und die Bilder bei eBay verkaufen. Gestellt und erledigt. Yay. Okay. Mehr Fallen. Oh. Mehr. Gibt's auch Strandfallen? Ging mir nämlich auch gerade in den Kopf. Fallen am Meer. Ah, sehr schön. Da würde ich mich aber nur hinhocken und zuschauen, ne? Das ist mal ganz klar. Ich geh mal auf die andere Seite. Ich wollte gerade sagen, ich geh mal auf die andere Seite, aber dann bist du mir zuvor gekommen. Ah, ständig kommt er mir zuvor. Ja, ich bin halt eben doch der Schnellere. Weißt du, ich bin halt die Frau. Ich bin multitaskingfähig und kann auf die Minimap gucken, achten, was ich mache und gleichzeitig sterben. Was ist da los, Mike? Hey, ich bin noch nicht gestorben. Ja. Du wirst der Erste sein, der hier sterben wird. Hoffe ich. Bitte. Dann wär's mal das erste Spiel, das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, bei der ersten Runde Seven Days to Die hast du auch das sind immer noch diese gut, vielleicht den Start gemacht, aber bei den Gesamtstatistik bist du immer vorne. Ja, weil ich den gefährlicheren Job übernehme. Ja. Den Job des Planlosen. Unter Umständen. Vielleicht wir wechseln uns ja ab, so ist es nicht. Ja, einigermaßen. Wobei die Gesamtstatistik spricht eher für jemand anderen. Und da stehen sie wieder, siehst du. Es war doch alles nur falsche Annahmen. Das sind Simulanten, meinst du? Die legen sich da einfach hin, machen nichts mehr und sagen dann später, ich bin ausgerutscht, hab meine Kontaktlinse suchen müssen. Das wäre eigentlich wirklich ein cooles Gimmick, eigentlich, wenn die wirklich so Kontaktlinsen aufhaben und wenn sie so K.O. geschlagen werden, dann fällt die den so runter und die suchen den die ganze Zeit auf dem Boden. Oh Gott. Das wär's ja. Schickt mir mehr, ja. Wer fährt schon in den Urlaub? Der Urlaub fährt zu dir? Chuck Norris fährt nicht zum Meer, das Meer fährt zu Chuck Norris. Oh Gott, sind wir jetzt schon bei Chuck Norris angelangt? Weißt du, ich hab gedacht, wir könnten zumindest ein Projekt am Laufen halten, bei dem das Niveau mindestens mal ein bisschen da bleibt. Das erwartest du wirklich?
Gab's wirklich die Hoffnung? Nein, das... niemals. Vielleicht hättest du deine Zauberin auch einfach die Hoffnung nennen können, weil dann wärst du vielleicht wirklich zuletzt gestorben. Naja, ich bin ja bisher noch nicht gestorben, also von daher bin ich ja noch nicht zuletzt gestorben. Welches Level ist es jetzt eigentlich schon? Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt, das dritte oder vierte auch. Das ist Level 12 und 12 sich. Pionier. Ich sag 12 und 12 sich einhalb. Es werden auf alle Fälle noch mindestens... Oh ja, er sagt K.O., ist ja langweilig. Ja, es sind auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei viele. Sollen wir, glaube ich. Eine Welle ist noch. Ich weiß gar nicht. Eine Welle noch? Ja. Oder? Ach, da unten sehe ich das. Keiner kommt vorbei. 8 von 9. Frisch poliert und angespitzt, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja. Aber das müsste ein Spruch von deinem Charakter sein, glaube ich. Nein, der kam von dir. Der kam von dir. Ach so. Von dir, ja, von dir am DS. Ich habe es genau gehört. Maggie. Aber nicht bei den vollen Sound so zur Verfügung stehen. Mann, warum auch immer? Andere Seite? Andere Seite? Wir sehen uns. Naja, oh Mann. Warum ist das immer so abgeroschen? Das weiß ich das nicht. Ist wie mit meinen Kindern. Sam! Nein, du nicht, mein Freund. Oh, kleine Knolle. Da oben sind wir. Ich habe meinen Zwerg verloren. Oh Gott, ich finde ihn nicht mehr. Das ist aber tragisch. Also wirklich, dass ein Zwerg gefehlt ist. Ui. Der kleine Zwerg hat seine Gruppe verloren. Er kann im Kinderparadies abgeholt werden. In so einem Bälleparadies am besten noch. Wo so Bomben drin sind, brennende Bomben. Als Bälle. Ui. Ui, schön gemacht. Ich würde sagen, guten Tag, Ork. Dann stirbt er einfach vor meinen Augen. Was fällt ihm ein? Naja, ihm fällt ein, vor deinen Augen zu sterben. Darf ich Ihnen die Hand geben? Dankeschön. Aber nur, wenn Sie sie mir wieder zurückgeben. Da ist er auch so dämlich in Borderlands 2 war. Auch so eine Quest, die so angefangen hat, weil da jemand so einen Roboterarm hat. Und dann nimmt er den so ab und gibt den dir so. Hier, nimm meine Hand. Das habe ich jetzt auch wieder angefangen wegen irgendeinem Gesicht. Ja. Oh. Weißt du, was das Schönste an Leben eines Mannes ist? Hm? Dass man keine Frau ist. Was kam der da? War der da auch mit dabei? Ja, ja. Er war da auch dabei. Ja. Als man bei dem Dorf dieses Schutzschild aufbauen musste wieder. Ach, hast du das schon so weit gespielt jetzt, oder wie? Oder hast du es sogar schon durch? Nee, ich hab's noch nicht durch. Ich hab ja nur begrenzte Zeit. Das war auch cool bei diesem Dorf, wo dieser Chauvinist da gewohnt hat, der sich ständig mit die Frau lustig gemacht hat. Genau, und der hat ja das dann auch gesagt. Dann. Genau, ich glaube, das kam von dem, ja. So, mein Freund. Ihr wollt sterben? Ihr dürft sterben. Autsch. Ach, du hast alles unter Kontrolle? Ich hab alles. Das schon. Die Frisur hält. Drei Wetter und bin taff. Naja, irgendwas muss ja an dir taff sein. Ach, oh, da pudere ich mir gleich mal mein Näschen bei diesem feinen Humor. Ich muss noch an den Sprüchen nicht arbeiten. Wenn ich sonst schon nicht arbeite im Leben. Ja, genau. Ja, ich lass arbeiten, weißt du? Ja. Das ist das Schöne. Ich kann Befehle erteilen. Diese Befehle werden nicht immer so akzeptiert, aber... Das ist auch der Grund, warum ich immer Strategiespiele spiele, weil sonst nie jemand auf mich hört. Und sonst da sagen die Leute immer... Nur was? Niemals. Nur meine Leiche. Das können wir organisieren. Es ist noch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. So, ich habe keinen Mana mehr. Yay, wow, wir haben sogar mal volle Schädel. Ich glaub's ja gar nicht. Mein Gott, hab ich wieder einen Schädel, ey.